Walter Schulz, SPD-Mitglied seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren? Oh nein, gar nicht so viele Jahre. Sind inzwischen 10. 10 Jahren. Auch mal Mitglied des Rates gewesen, also kommunalpolitisch aktiv. Immer noch, ja. Mitglied des Sozialausschusses. Ja. Aber nicht mehr aktives Ratsmitglied sozusagen. Nicht mehr aktives Ratsmitglied, das stimmt. Genau. Also aktives Mitglied der Fraktion, aber nicht Ratsmitglied. Jetzt haben Sie ja einen ganz berühmten Bruder, der im Moment Bundeskanzler werden will. Haben Sie da noch täglich Kontakt oder wie oft hat man da Kontakt? Berät man ihn auch mal? Einen kleinen Irrtum, der will nicht werden, der wird Bundeskanzler werden. Oh, Entschuldigung. Darf ich korrigieren? Ich weiß, 50% sind auch unentschlossen. Richtig, genau. Wir haben Kontakt, wir haben telefonischen Kontakt, wir haben noch Mailkontakt. Beraten ist so eine Frage, der ist schon ganz gut unterrichtet in allen Sachen, aber manchmal diskutieren wir auch Sachen, die aktuell sind oder Sachen, die während des Wahlkampfes aufgeworfen sind. Wie viel er davon aufnimmt, von dem, was ich ihm sage, weiß ich nicht, aber ich bin ganz zufrieden mit seinen Antworten, die er dann gibt. Jetzt machen Sie ja auch Wahlkampf, sicherlich auch für Ihren Bruder. Wie begegnen einem Menschen, wenn man der Bruder von Martin Schulz ist? Das ist, glaube ich, nur selten. Bei der Presse ist das mehr im Bewusstsein als bei den Leuten. Meistens ist es so die Nachfrage, wie geht es? Wie geht es auch deinem Bruder, wenn sie es wissen? Manchmal entdecken die Leute das während des Gespräches. Ich selber trete damit nicht offensiv auf. SPD heute, also heute gab es eine neue Umfrage, das ist die mal 23%, 1% plus, also es geht nach oben, kann man schon mal sagen. Wie trifft, wenn man auf Kölner trifft jetzt im Wahlkampf, wie reagieren die auf SPD? Also ich mache jetzt seit 4 Wochen sehr praktisch täglich Wahlkampf. Ich muss sagen, sehr freundlich, sehr aufgeschlossen. Manchmal hört man Kritik, interessanterweise öfter an Frau Merkel als an meinem Bruder, aber dann ist das so eine Kritik, die muss weg, die eher so manchmal aus der AfD-Richtung kommt, da muss man gegenhalten, auch bei Frau Merkel. Was aber die SPD-Politik an, sind die Leute sehr neugierig, sie wollen sehr viel wissen. Beklagen, dass sie über die Presse leider nicht genügend Informationen bekommen. Ich muss allerdings sagen, die Kölner Stimmung ist vielleicht nicht typisch für das Land, weiß ich nicht. Hier erlebe ich eine sehr aufgeschlossene Gesellschaft. Das Thema Gerechtigkeit, ist das auch so auf der Straße oder wenn man in den Fädeln den Menschen begegnet, ist das ein Thema? Es ist ein Thema in der Sache, dass die Leute sagen, ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, ich bekomme eine kleine Rente. Oder dass sie sagen, ich habe lange gearbeitet, jetzt bin ich arbeitslos, jetzt stehe ich da, lässt man mich alleine. Oder aber, dass auch gesagt wird, wir sind eine junge Familie, wir zahlen viel zu viel Miete, da bleibt wenig zum Leben, was wollt ihr denn daran machen? Das heißt, die Themen sind alle da, die Themen sind auch im Gespräch da. Oft muss ich auch selbst sagen, sind die Antworten, die wir geben können, so schwierig. Und in vielen Dingen, Mietfragen, sind wir ja auch in einer gewissen Weise hilflos. Da muss man auch zugeben, dass man sagt, da muss man ein dickes Brett bohren, um das zu ändern. Ich glaube aber, die Leute honorieren, wenn man ehrlich damit umgeht. Ich wollte gerade nach Antworten fragen. Mietfrage zum Beispiel. Was sagt man einem Kölner? Wir haben viele Menschen mit Wohnberechtigungsschein in Köln, das wissen wir ja alle. Es werden zu wenig sozialer Wohnungsbau betrieben. Was sagt man jemand? Ja, das ist ein Riesenproblem. Ich kann auch nicht sagen, hier in Köln, wo 52% der Bewohner Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein haben, könnte ein Wohnberechtigungsschein sofort zu einer Wohnung helfen. Wir haben ein Riesenproblem, wir haben Riesendefizite. Ich sage, dass wir über 10 Jahre lang oder vielleicht ja über 15 Jahre lang den Wohnungsbau vernachlässigt haben. Allerdings geht das auch auf eine Baupolitik in dieser Stadt zurück, die damals Herr Streitberger, die CDU zu verantworten hat, der angetreten ist und sagt, ich baue keine Sozialwohnungen, ich will keinen öffentlichen Wohnungsbau. Hier sollte einmal die GAG verkauft werden.
Wir wollen das heute ändern, aber auch das ist ein langer Prozess. Gleichzeitig ist in einer Stadt wie Köln, die so viel, so schnell wächst, ist ja schön, dass die Stadt wächst, die so viel Zuzug hat, sind die Probleme so groß, dass wir nicht kurzfristige Lösungen anbieten können. Die kann keiner, wer sie verspricht, lügt. Also tue ich das auch nicht. Jetzt weiß ich, dass Sie auch im Landtagswahlkampf hier auf der Schildergasse standen. Da habe ich Sie auch mal getroffen hier. Gibt es irgendwie so ein bisschen so einen Stimmungswechsel in der Bevölkerung nach der Landtagswahl? Also ich erlebe das immer wieder, schon während der Landtagswahl und jetzt, dass die Leute sagen, das sind zwei verschiedene Wahlen. Die Landtagswahl, die ist sehr stark über die Bildungspolitik gelaufen, die ist sehr stark übrigens über das Rauchverbot gelaufen. Das ist ganz enorm, das war sehr oft ein Thema, das Rauchverbot in den Kneipen. Jetzt erlebe ich, dass wieder über Bildungspolitik geredet wird, aber zum Beispiel die bildungspolitische Initiative, die meines Bruders, die dann sagt, wir müssen das Kooperationsverbot von Bund und Städten und Kommunen aufheben, da sagen die Leute, super, warum habt ihr das nicht früher gesagt? Also die Themen sind doch jetzt aber in einer etwas anderen Form da. Ich erlebe schon etwas andere Stimmung. Ich war beim Landtagswahlkampf, muss ich sagen, optimistischer gegenüber dem Ergebnis. Und ich bin jetzt sehr viel optimistischer gegenüber den Umfragen. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir werden das sehen. 23. September ist nicht mehr lange hin. Ich glaube, 25 Tage sind es noch. Wahlkampf hier auf der Schildergasse. Also wir werden Sie garantiert ab und zu hier auch noch mal sehen, gehe ich mal von aus. Jeden Tag. Ich habe mir das so eingerichtet, dass ich, wenn ich nicht gerade auswärts unterwegs bin, und Mittwoch bin ich in Hamburg in einer anderen Sache unterwegs, aber wenn ich in Köln bin, bin ich hier, bin ich auch in Nippes, bin ich anderswo. Ich bin SPD-Mitglied und ich kämpfe bis zum letzten Tag. Danke. Walter Schulz, Bruder von Martin Schulz, der Bundeskanzler werden will, wo Sie sagen, dass er Bundeskanzler wird. Da sage ich...